Oh, every day is a very hard fight. The hardest fight ever. The fight with your life, with your own life. Der Kampf des Lebens, der beginnt am Tag deines Wurst und dann musst du sehen, dass du irgendwie im Leben eben bestehst und durchkommst, ohne zu verkacken, aber ihr Spacken hattet alle einen Umfeld. Was sich nie geändert hat, deswegen frage ich mich, wie kann man so verkacken, wie kann man so hängen bleiben? Ich hatte nie die Chance, der zu werden, der ich werden sollte, ja, denn ich habe 6 Umzüge mitgemacht und 8-mal die Schule gewechselt. Ja, asozial war ich immer vom ersten Tage an und musste beweisen, was der Neue alles kann. Ihr dagegen hattet jahrelang dieselbe Klasse. Jedes einzelne Mischung von euch hatte seine Freunde, hatte sein Umfeld, hatte seine Träume. Was habt ihr daraus gemacht? Nichts, ihr Bitches. Ich dagegen hab meine Träume schon in der Grundschule aufgegeben. Ja, ich hab aufgehört zu träumen irgendwann. Zwischen 4. und 6. Klasse, sag ich dir, irgendwo einen Klick gemacht und ich hatte keine Lust mehr, irgendwem was zu beweisen. Jeden Tag auf neue, was ich heute allerdings zu tief bereue. Denn heute würde ich gerne mal beweisen, was ich alles kann, wer ich eigentlich bin. Doch das kann nicht funktionieren, denn hängen geblieben. Hängen geblieben. Irgendwo zwischen gestern, heute und übermorgen häng ich fest, komm da nicht mehr weg, weil es wie treibsam ist. Und es zieht mich weiter runter. Ja, ich weiß nicht, wie tief nur noch. Aber letztendlich sitz ich doch in der Falle drin wie die Maus. Ah, und du Clown willst mir erzählen, wer ich bin. Ich glaube wohl kaum, denn du behinderter Mongo hast nichts erreicht. 8. und 4. Klasse, jetzt versuchst du einen auf Automan zu machen und nicht mal das bekommst du hin. Du behinderter Spaß. Geworfen, am liebsten würde ich euch ganz einfach ermorden.